Der österreichische Schriftsteller Peter Handke erhält den Literaturnobelpreis 2019. Das hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstag in Stockholm bekannt gegeben. Der 76-Jährige erhält den Preis für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezialität der menschlichen Erfahrung untersucht, so die Begründung der Akademie. Die besondere Kunst von Peter Handke ist die außergewöhnliche Aufmerksamkeit zu Landschaften und der materiellen Präsenz der Welt, die Kino und Malerei zu zwei seiner größten Quellen der Inspiration werden ließen, so die Schwedische Akademie weiter in ihrer Begründung. Handke habe sich als einer der einflussreichsten Autoren Europas nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert, nachdem er bereits mit seinem ersten Roman Die Hornissen aus dem Jahr 1966 sowie mit dem Stück Publikumsbeschimpfung aus dem Jahr 1969 der Literaturszene seinen Stempel aufgedrückt hat. Die prestigeträchtige Auszeichnung ist mit 9 Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet ca. 830.000 Euro, dotiert.